Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder... normalerweise würde ich jetzt neu anfangen, aber warum? Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, wir machen mal so ein paar Dinge, die vorgeschlagen wurden. Zum Beispiel bauen wir hier in unser Anbaugebiet nochmal so ein paar Zauntüren rein. Verteidigung, Zauntür, aus Holz, Moment, aus Stöcken, ne? Ja, aus Stöcken bitte. Nochmal zurück, Verteidigung, Zauntür, Stöcke. Boah, wir haben gerade viel Holz. Bauen hier noch eine rein und, ach Gottchen, schon wieder. So, und dann bauen wir hier noch eine rein, machen wir aber genau gegenüber, wenn schon, denn schon. So. Ja, und dann können die Leute hier so ein bisschen flexibler hin und her latschen. Mehr sind da im Grunde auch nicht nötig. Hoppla. So, dann schauen wir mal. Also Steine sieht momentan gut aus. Da brauchen wir keine mehr. Auch Baumstämme sieht gut aus. Dann können wir ja jetzt hier weiter abbauen. In der Landekapsel. Mal schauen, ob wir da noch ein paar nützliche Sachen finden. Und ja, wir werden natürlich darauf hingewiesen, alte Ausrüstung. Ne? Da ist jetzt schon so, dass es langsam Zeit wird. Und... würde deswegen jetzt noch jemanden einteilen für das Schneidern zumindest. Aber die können das alle nicht gut, ne? Die können das alle nicht gut. Eigentlich reicht auch einer, um das mal ganz blöd zu sagen. Das Problem ist halt, wir haben nur keinen Stoff. Oh ne, das stimmt gar nicht, wir haben gerade sogar Stoff. Leder könnte jetzt halt ein bisschen mehr sein. Heilungsbalsam. Stör aber runter auf 6, dann ist das Leder, dann ist das Limit hier erreicht. Und dann wird jetzt das vegetarische Leder gemacht. Und dann gehen wir mal bei der Geschwindigkeit ein bisschen hoch, es ist ja mitten in der Nacht. Und ja, ich würde gerne auch noch das Windrad fertig haben. Jetzt pennt Grayson schon, sonst hätte ich ihn direkt nochmal rausgeschickt, dass wir diese beiden Sachen nochmal eben fertig bauen, weil die Materialien sind schon da. Das sieht man ja an dem lila hervorgehobenen Blueprint. Es muss nur noch zusammengeklopft werden. So, vielleicht lassen wir Grayson mal kurz. Was macht Grayson jetzt? Jetzt will er das Leder machen. Ja, Leder ist ja wunderbar, aber... bitte einmal eben den Strommast bauen und danach das Windrad. So, wie viel Strom liefert das denn? Das ist das gesamte Stromnetz. Hier wird gezeigt, was momentan versorgt wird. 8 Einheiten. Und 40 ist Maximum. Wahrscheinlich bei starkem Wind. Jetzt produziert er, glaube ich, gar nichts mehr. Jetzt verrotten uns schon wieder die ersten Gemüsesachen. Soll man einen Kühlschrank bauen? Also Legierungen hätten wir da. Der verbraucht 8. Aber der ist halt auch riesengroß und wo stellen wir den hin? Ja, ich hätte eine Idee. Grayson, das ist nämlich ein richtiger Hulk, ja. So. Wo ist der Kühlschrank hin? Lagerraum.
Ruhefenster, oh, auch cool. Aber wir bleiben erstmal beim Einfachen. So, wir haben den Kühlschrank. Das heißt, wir wollen hier jetzt keine Lebensmittel mehr lagern. Wir wollen das leer halten. Herstell 5. Neue Ressource, vegetarisches Leder. Gut, das erste vegetarische Leder ist hergestellt. Sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir mal eben schauen, dass wir Schneidern ein bisschen höher priorisieren. Das mache ich jetzt mal auf die 1. Damit jetzt hier die Klamotten angelegt werden. So, das hält natürlich jetzt auch nicht mehr lange, das Zeug. Ich glaube mal, dass wir zu viel kochen. So. Dann hat Emeline nämlich ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen noch. Und jetzt müssen wir eben schauen. Ich habe nämlich vergessen, was Emeline gut kann. Ja. Nicht besonders viel. Emeline könnte nicht wirklich gut forschen. Bergen wäre noch eine Möglichkeit. Bergen könnten wir ja noch auf 4 geben, wenn nichts zu gärtnern oder ernten ist. Und ich würde dann sagen, dass sie vielleicht sich am Handwerk mal versucht. Noch bevor sie bergen geht. Aggressive Tiere, 13. Okay, es geht wieder los. Mitten im Wald hier. Die werden also bald angreifen. Sind gerade hier zugange mit so einem Ulfen. Würde sagen, wir machen uns bereit. Oh, wir haben gerade... Wir könnten richtig Glück haben. Ja, nee, die fliehen gerade. Schade. Lassen uns das Fleisch aber auch nicht. So, wo sind die jetzt? Da. Tierangriff einer. Wo ist er? Der kommt auf uns zu. Da warten wir hier kurz. Da ist er. Okay, dann hat sich's erledigt. Wunderbar. Ihr habt gesehen, die Zahlen werden wieder angezeigt. Da war die Ursache, dass die Deutschmod nicht angepasst war an das letzte Update wahrscheinlich. Und ich habe eine neue Version der Deutschmod installiert und dann lief das wieder. Und ja, zufällig am gleichen Tag hat es dann auch jemand von euch geschrieben, dass es daran liegt. Ist doch wunderbar. So. 7 Elektronikteile geborgen, das ist immer gut. Können wir bestimmt gut gebrauchen. Und dann gehen wir mal auf hohe Geschwindigkeit. 2 Leute sind kurz vor Zusammenbruch, Grayson und Emeline. Aber wenn die jetzt pennen, dann kriegen die wieder ein bisschen positive Stimmung auch. Das wird schon. So, ich denke, was wir machen könnten, was wir machen sollten vielleicht, ist der
Bau eines weiteren Hauses. Und diesmal ganz wichtig, das werde ich nicht vergessen, der Einbau von Lüftungsschlitzen. Ah, jetzt habe ich da wieder genau die Lampen hingehängt. Das darf doch nicht wahr sein. Also. Ja, an die Tür geht's nicht. Dann machen wir die jetzt hier gegenüber vom Bett hin. Den können wir lassen. Hier haben wir auf jeden Fall noch Platz für Lüftungsschlitz. Und hier würde ich das Licht auch eher so zentral lassen. Licht und Wärme, Lüftungsschacht. Ja, so zwei direkt nebeneinander sehen auch doof aus. Machen wir den für die Leute hier. Ne, ich versetze die Lampe doch. Machen wir sie hier hin. Lassen wir das erstmal laufen jetzt. So, dein Kühlschrank hält es sich immer noch. Nicht mehr lange, aber es hält sich. Das heißt, es wird auch gleich neu gekocht. Wird sowieso, weil die Fleischsuppe ist unter 6. Oh, warte mal, jetzt kommt das ganze Zeug hier rein. Nee, das würde ich eigentlich nicht hier lagern. Glitzerkappen würde ich sagen, ja. Buttermelone hält erstmal so 12 Tage unterm Dach, 36 Tage, das ist lang genug. Das Gemüse hält im Grunde auch lange genug, dass wir es verkochen können. Das eingelegte Gemüse. Getreide hält mir auch lange genug. So, die gekochten Mahlzeiten, die bleiben natürlich hier. Notrationen sind schon unter Dach unbefristet haltbar, deswegen nehmen wir die raus. Okay, gut. So, und hier entstehen Klamotten, was ganz wichtig ist. Jetzt sind sie hinüber, die 10 Getreide-Eintöpfe oder was auch immer. So, kann denn Ken vielleicht zur Abwechslung auch mal was bauen? Dass wir nicht immer Grayson bemühen müssen. So, das heißt, die Wärme vom Kaminofen, die geht jetzt auch in die Zimmer rein. Das heißt, wir haben schon mal für den Winter eine etwas bessere Ausgangslage als vorher. Ich finde, wer ist gerade wach? Emeline kocht gerade, aber die steht auch direkt neben dem Fenster. Soll sie das doch mal eben zusammendengeln und dann kann sie ja weiter kochen. Und wir schließen es natürlich. Ganz wichtig. Und das ist jetzt eigentlich diese Aktivität hier versorgen. Deswegen müsste das jetzt relativ schnell jemand machen. Da ist Ken schon gekommen und hat es erledigt. Wunderbar. Energiezellen haben wir gefunden. Im Schiffswrack. Cool. Jetzt würde ich eine Sache gerne noch machen. Und vielleicht macht das auch Vanessa, bevor sie wieder an die Forschung geht. Oh, Emeline hat einen Zusammenbruch. Was für ein Zusammenbruch? Verstecken. Okay. Vanessa soll bitte einmal... noch, was fehlt denn noch? Genau, für Grayson noch den kurzen Bogen herstellen.
versteckt, ne? Ja, das, so verstecke ich mich auch immer. Es ist total effizient. Ja, so ist das. So, die Zäune baut jetzt auch keiner. Müssen wir mal schauen. Hatten wir bauen? Ach gut, bauen ist relativ weit unten jetzt, ne? Ja, müssen wir wieder ein bisschen höher setzen. Vorhandwerk und so. Schneidern ist jetzt das Erste. Das heißt, er macht das Schneidern auf jeden Fall fertig. Wobei, würde ich das Bauen auch mal auf 1 setzen, mal kurz. Damit da hinten die Zauntore reinkommen. Oh, Vanessa ist bewusstlos geworden. Zu müde. Unzureichender Treibstoff. Es fehlen Stöcker. Kein Problem. Und wir müssen jetzt doch nochmal so einen Busch beobachten hier. Haben wir schon gemacht. Wir müssen doch mal Büsche anpflanzen. Sonst gehen uns nämlich die Büsche irgendwann aus. Und das wäre nicht so gut. Also die Tore fertiggestellt. Ken geht schneiden, genauso wie es priorisiert ist. Sehr schön. Ich überlege noch eine zweite Batterie zu bauen. Jetzt, wo wir wieder ein bisschen Elektronikteile gefunden haben. Macht das schon Sinn, finde ich. Jetzt wird der Kochherd versorgt, weil wieder genug Stöcker da sind. Von wegen sind sie schon wieder weg. Neue Kleidung, Mantel. Die Blitzableiter, die funktionieren, aber das hier ist außerhalb eines Blitzableiters. Deswegen müssen wir nochmal einen neuen bauen. Ich stelle einfach mal einen hier hin. Ja, obwohl, vielleicht bauen wir weitere Windräder. Machen wir es so. Verlorene Ernte. 100 Getreide sind jetzt verloren. Gewitter. Ken ist zusammengebrochen mit Verstecken. Okay, es hat sich schon wieder beruhigt. Auch gut. Ernten und Gärtnern müssen wir mal wieder hochstellen. Vor Kochen noch. Sonst wird das hier nicht gemacht. Ich denke aber, es sieht hier momentan ganz gut aus. Was ist denn jetzt unterwegs? Hat er da gemacht? Tierwanderung. Eine große Herde von Tieren hat sich vorübergehend in dem Gebiet niedergelassen. Uiuiui. Allerdings. Aber weit weg. Weit weg. Hier haben wir ja auch noch welche. Also, wir könnten mal wieder ein oder zwei Ulfen jagen und auch noch mal ein bisschen Erz abbauen. Und dann beenden wir das Bergen hier erstmal. Oh, die Buttermelonen sind gerade alle fertig geworden.
und Hautrinne ebenfalls. So, und Glitzerkappe fällt. Da müsste eigentlich Emmeline jetzt auch langsam wieder dann ans Einpflanzen kommen. Ist natürlich unzureichender Lagerplatz. Okay. Dann würde ich sagen, reißen wir dieses Lager ab. Machen da noch ein großes Regal rein. Und dann nehmen wir die gleichen Einstellungen wie diese Regale haben. Ja, gekochte Mahlzeiten wollen wir hier jetzt gar nicht mehr drin haben. So, Einstellung kopieren. Einstellung einfügen. So, erforscht. Hölzerne Befestigung. Sehr gut. Jetzt wird das Brauen erforscht. Hölzerne Befestigung. Das ist dann hier sowas. Befestigung, Tore und Türme. Unser Holzturm. Wenn wir jetzt anfangen, einen zu bauen, kann ich euch sagen, bricht die Hölle los. Denn tatsächlich guckt das Spiel so ein bisschen, wie weit ist denn die Kolonie? Und wenn wir anfangen, diese Verteidigung zu bauen, dann schmeißt uns das Spiel auch plötzlich mehr Angriffe entgegen. Deswegen würde ich damit noch warten. Wobei ja, das Problem ist jetzt, dass hier jede Menge Bäume zum Ernten fertig sind. Dann würde ich auch tatsächlich anfangen, nochmal aus Holz eine weitere Hütte zu bauen. Das wird unser Lagerschuppen. Jetzt gehen uns die nächsten Sachen kaputt. Wir brauchen hier einen Kühlschrank. Also nicht einen Kühlschrank, eine Gefriertruhe gibt es ja auch noch. Was ich weiß, aber wir haben sie noch nicht erforscht.
Wir gehen mal kurz in die Tätigkeiten. Emeline. Was mich halt wirklich irritiert, ist, dass nicht neu eingepflanzt wird. Es könnte an der Saison liegen. Ich bin aber nicht sicher, ob es so ist. Wir werden Kochen nochmal wieder. Wir werden die nochmal wieder auf 3 nehmen. Und dann werden wir noch jemand anderen zum Ernten einstellen. Grayson ausgerechnet, der Einzige, der es kann. Der es gut kann. Was auf Ernten macht, Emeline. Aber Gärtnern. Machen die beiden mal eben. Und dann gucken wir mal, ob das hier eingepflanzt wird oder nicht. Ja, es wird angepflanzt. Und so reicht der Treibstoff. Kennert, ist zwar super, aber ich brauche dich leider nochmal. Nur muss man eben die Büsche entfernen erst. So. Dann sind wir da doch erstmal gut aufgestellt mit den Stücken. Und jetzt pflanzt Ken wieder an. Jetzt frage ich mich, Ken pflanzt an. Warum? Ach, Vanessa. Was macht Vanessa? Vanessa forscht. Jetzt pflanzt sie an. Mhm. Und Emeline kocht. Gut so. Was jetzt eigentlich passieren müsste, ist, dass Emeline mal die Bäume abbaut. Das macht er kennen. Ja, okay. Dann soll Ken das mal machen. Stimmt, Holzfäller hatten wir kennen. Ja. Hier gibt es auf jeden Fall überall positive Stimmung. Wunderbar. Wir haben ein paar Klamöttchen über. Es wird schon irgendwie. Ich bin zuversichtlich. Okay, Leute. An dieser Stelle Feierabend. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.